Wenn ihr wissen wollt, wo sich ein Hollywood-Star in St. Pete Clearwater auf euren Besuch freut, wo man Delfine ohne Ende beobachten kann und wo man die einsamsten Strände Floridas finden kann, dann müsst ihr unbedingt diesen Podcast über St. Pete Clearwater oder, wie unser Gast sagt, auch die Schatzinsel anhören. Herzlich willkommen bei unserem neuesten Lab. Können wir das nochmal von vorne machen, damit es nicht gleich nach 2 Sekunden weg ist? Herzlich willkommen bei unserem neuesten Podcast der Sunshine Series. Keine Reise, ein Erlebnis. Mein Name ist Timo Kohlenberg. Ich bin der Geschäftsführer von America Unlimited, einem der führenden Reiseveranstalter für USA und Kanada Reisen. Und wir stellen euch ja Reisen auch ganz individuell zusammen. Also kommt gerne auch direkt auf mich zu oder auf unsere Mitarbeiter, mit denen wir ja auch oft im Gespräch sind. Und meldet euch bei uns, dass wir euch da gerne weiterhelfen können. Heute aber möchte ich, bevor ich da euch nochmal darauf hinweise, dass ihr uns bitte gerne abonnieren sollt oder folgt, einmal über St. Pete Clearwater in Florida sprechen. Wofür steht St. Pete Clearwater? Für St. Petersburg und Clearwater, also eine Region, die zusammen vermarktet wird in Deutschland und auch auf dem US-Markt zusammen auftritt, an der Golfküste Floridas. Und ich habe mir natürlich dazu wieder einen absoluten Vollprofi eingeladen, und zwar jemanden, der das schon seit Jahren vertritt, und zwar die Eva. Herzlich willkommen, Eva. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Und danke für den Vollprofi. Ja. Na, ich weiß, dass du das definitiv schon seit Jahren vertrittst, und es ist, ich habe es eben schon gesagt, eine der schönsten Regionen Floridas, weil sie auch mehrfach ausgezeichnet wird. Darüber sprechen wir sicherlich gleich noch. Eva, aber vielleicht sagst du erst mal kurz was zu dir. Wie lange vertrittst du das schon und wo liegt das überhaupt genau? Ja, also wie mache ich das, ohne mich jetzt steinalt zu machen, weil es sind, glaube ich, über 30 Jahre mittlerweile. Ich kann es ein bisschen relativieren. Von Kindesbeinen an kenne ich diese Region. Das ist wirklich, ich bin meine zweite Heimat, ich bin da reingewachsen. Meine Eltern immer im Tourismus tätig. Vielleicht kommt ihr vielleicht bekannt vor. Und ja, und ich wollte eigentlich nie was mit Tourismus zu tun haben, aber dieses Gebiet ist einfach so schön, dass man, als man mich gebeten hat, doch ein bisschen im deutschen Markt und darüber hinaus aktiv zu werden, habe ich natürlich sofort ja gesagt. Und das ist, ja, wenn man so sein Traumziel einfach anderen näher bringen kann und das so vermarkten kann, ist ein toller Job. Ja, das glaube ich. Also seit 30 Jahren, ich glaube, wir können uns ausnahmsweise mal über einen wirklich richtigen Insider-Podcast freuen, weil wenn du St. Pete nicht aus deiner Westentasche kennst, dann, oder wie aus der Westentasche kennst, dann weiß ich auch nicht wer. Ich habe das Glück, das große Glück, dass ich auch selber schon sehr oft in St. Pete war und auch in Clearwater war. Das heißt, ich glaube, ich kann uns hier ganz gut durchnavigieren. Ich bin mal gespannt, wo wir landen werden. Eva, wo liegt denn das genau und wie komme ich eigentlich am besten hin? Also, St. Pete Clearwater muss man sich vorstellen wie ein Zipfel am Florida-Zipfel. Also Florida an sich ist ja eine Halbinsel und wir liegen auch an der Westküste Floridas und wie so ein kleiner Zipfel in der Bucht von Tampa. Und da haben wir also auch schon den nächstgelegenen Flughafen, Tampa International Airport. Wenn man dort landet, ist es gerade mal 30 Minuten, bis man im Ziegelbiet ist, an den wunderschönen Stränden. Und das Besondere, will ich gleich drauf eingehen, ist eben diese Form. Wenn ich irgendwo meine Karte ausbreite, dann suchen die Leute immer, denken immer, das wäre Gesamtflorida, weil es so ein bisschen das Shape von Florida hat. Und wir sind eine Halbinsel, die so ein bisschen an Florida dran klebt. Das heißt, fast komplett von Wasser umrundet. Man landet in Tampa und wenn man dort ankommt, fährt man erstmal über eine ellenlange Brücke, fast 10, 15 Minuten lang, nur Brücke und Wasser und denkt, man kommt nichts mehr. Und dann kommen wir, die Halbinsel, mit eben diesen markanten Punkten Clearwater und St. Petersburg. Und jetzt sag uns vielleicht mal eingangs so ein bisschen, wo ist der Unterschied? Wo ist der große Unterschied zwischen St. Pete und Clearwater? Ich siehste, ich bin das schon so gewohnt, in einem zu sagen, aber es sind ja eigentlich zwei verschiedene Orte. Ne? Ja, ja. Deswegen auch dieser Doppelname, der mal ein bisschen holprig ist. Das Ganze nennt sich Pinellas County. St. Pete ist die Abkürzung von St. Petersburg und St. Pete ist eine wirklich
Großstadt. Also wie man sich so vorstellt, halb so groß wie Miami, aber können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Da ist einfach Großstadtleben, Hochhäuser entsprechend. Und wenn man sich die Halbinsel vorstellt, ist St. Pete in der Bucht von Tampa. Und Clearwater ist auf der anderen Seite. Clearwater ist so ein bisschen das Synonym für unsere Strandregion, Clearwater Beach. Und liegt quasi auf der anderen Seite der Halbinsel. Und da ist dann dieses relaxte Strandleben zu finden. Viele Bars, Restaurants, viel Open-Air-Geschehen. Also wirklich so diese zwei Kontraste. Sie schließen sich nicht aus, aber man hat einerseits das Großstadtleben und andererseits so diese Strandregion. Jetzt habe ich ja gesagt, ich war selber schon häufig in Clearwater auch unterwegs und in St. Pete. Es ist eine der Top-Strandregionen in den ganzen USA. Warum ist das so? Oder was macht das aus? Ja, also natürlich behauptet jeder, er hat die schönsten Strände. Wir haben sie tatsächlich. Also wir haben unendlich viele Preise. Jedes Jahr kommen neue dazu. Ich komme immer kaum hinterher mit den Pressemitteilungen. Dieses Jahr von TripAdvisor gleich 4 Strände unter den Top 20. Und das ist wer von der großen Gemeinschaft gewählt. Ich glaube, es ist einfach dieses, dass vor unserer Küste, also wir haben von der Halbinsel gesprochen, wo ja schon viel Wasser ist, und dieser Golf von Mexiko mit dem warmen Wasser, der formt einfach ganz andere Strände als jetzt zum Beispiel die Atlantikseite. Und wir haben noch mal vor der Küste diese Barrier Islands, weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, wo eben diese Strandregionen dann angespült werden. Also es sind alles natürliche Strände, es sind puderzuckerweiße Sandstrände und eben auch aufgrund unseres tollen Naturschutzprogrammes eben sehr natürlich belassen. Und ich glaube, das sind ganz viele Gründe für diese tollen Preise. Lass uns noch mal beim Strand bleiben. Was sind die Top-Strände in St. Pete Clearwater? Ja, welche von den 56 Kilometern suche ich da jetzt aus? Für mich sind sie alle top. Wie gesagt, St. Pete Beach hat jetzt bei TripAdvisor Platz 1 der besten USA-Strände. Wir reden hier nicht nur von Florida, belegt. Und noch ebenfalls ist natürlich Clearwater Beach zu erwähnen. Das sind unsere zwei, ich sag jetzt mal, bekanntesten Strände, weil eben dort auch ganz viele Unterkünfte zu finden sind und viel Action, viel Wassersport, viel Strandleben. Ich bin aber auch immer so ein Verfechter für die Strände dazwischen. Liegen natürlich auch ganz viele Strandabschnitte, die so ein bisschen versteckter sind, ein bisschen ruhiger. Also da würde ich gerne Indian Shores nennen, Indian Rocks Beach. Madeira Beach ist sogar auch für uns überraschend in den Top 10 gelandet dieses Jahr, auf Platz 9. Also auch so die kleineren, etwas feineren Strände, die vielleicht nicht so bekannt sind. Die sind natürlich genauso toll wie die großen, namhaften. Und wir haben ganz viele Naturstrände. Also und das finde ich genau das Spannende, darauf habe ich fast gewartet. Schieß los. Ja, wenn man also Robinson Crusoe-Feeling haben möchte, mit ein bisschen mehr Luxus, also ich sage immer Robinson Crusoe pur, weil auf diesen Naturstränden darf nichts gebaut werden. Und es sind auch meistens Inseln, die vorgelagert sind. Wir haben übrigens, ich habe sie nicht gezählt, aber über 100 vorgelagerte kleine Inselchen. Eine große davon ist zum Beispiel Kaladesi Island. Da kann man dann mit einer Fähre übersetzen. Das muss man auch nicht vorher buchen. Da ist ein regelmäßiger Fährservice. Und dort hat man dann Natur pur. Also das ist wirklich Wildnis. Mal unseren Zuhörern mal ein Bild, wie das aussieht. Ja, also Nummer 1 ist das eine halbe Stunde Fährfahrt. Die wird schon von Delfinen begleitet, kann man sagen. Also das Delfinen, Pelikanen, das ist wirklich in ein Naturschutzgebiet reingefahren. Mit natürlich entsprechend ökonomischen Booten, ganz klar. Und dann kommt man dort an und da gibt es eine kleine Hütte. Das ist die einzige Ausnahme, dass man eben dort dann vielleicht die vergessene Sonnencreme noch kaufen kann, ein bisschen Snacks und es gibt auch Toiletten und entsprechend. Und ab da geht es dann los. Und dann muss man also sagen, es sind kleine, ausgetretene Pfade, die dann wirklich durch Mangrovenhaine, durch Palmenhaine, man kann sich das aussuchen, welche Strecke man gehen möchte, erstmal durchführt, bis man an den Strand kommt. Und wenn man dann also am Strand ist, dann hat man den
meistens für sich alleine, weil viele bleiben an ihrem Hotelstrand, machen gar nicht den Ausflug auf so eine Insel und dann ist also, ja, bis auf ein paar Möwen um einen rum, vielleicht eben auch der ein oder andere Delfin, den man am Horizont sehen kann, ist dann wirklich der Strand dir. Also ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wir nutzen immer ganz besonders gerne auf unseren Materialien, auch also Katalogen etc., ein Bild von Kaladesi Island. Ja. Ich glaube, wir sind der Veranstalter mit der meisten Nutzung dieses Bildes, weil ich das so liebe. Müssen wir mal über die Kosten sprechen. Und da haben wir wirklich so einen riesen Strandabschnitt, mega breit, geht ganz flach ins Wasser rein und man sieht also zwei Leute auf diesem Bild. Ne? Und ich sage immer extra dazu, das ist nicht evakuiert worden fürs Foto, sondern es ist tatsächlich... Das wollte ich damit gerade sagen. Ne? Also kilometerlang keiner zu sehen. Ja. Ich sage mal dazu, vielleicht als Tipp, natürlich gibt es einige Einheimische, die gerne auf diese Insel fahren am Wochenende. Das heißt, wenn man es einrichten kann, vielleicht eher werktags. Und da ist dann kein Mensch. Manchmal ist es ein bisschen unheimlich, ne? Wenn man dann so durchläuft und denkt so, so gar keiner, habe ich mich jetzt völlig verlaufen, aber das geht eigentlich. Aber es ist definitiv ein riesen Naturschauspiel. Kaladesi Island muss man gesehen haben. Wir waren letztes Mal auf Honeymoon, heißt es auch Island? Honeymoon oder Island, genau. Ähnlich, ein bisschen bevölkert haben, ne? Aber auch wahnsinnig schön. Ne? Ja, also ich glaube, in St. Pete Clearwater, also eins muss man festhalten, da fährt man wegen der Strände hin hauptsächlich. Richtig, genau. Und Honeymoon Island ist übrigens auch der Startpunkt für Kaladesi Island. Also man fährt erst nach Honeymoon Island und von dort geht die Fähre dann rüber. Eva, lass uns mal etwas über Hotels sprechen. Das heißt, was sind deine Empfehlungen? Wo kann man wohnen? Vielleicht hast du für uns ein paar Beispiele. Ich weiß, es gibt ein ganz ikonisches Gebäude, auch The Pink Palace genannt, genau, richtig? Genau, ja. Das ist das Lovestone César. Genau, und das ist am St. Pete Beach, ne, unserem Topstrand im Moment. Und das ist wirklich ein Palast. Und er ist rosa. Wobei das Rosa nicht von Florida kommt, habe ich jetzt mittlerweile gelernt, sondern das ist aus Europa, sind die Steine eingeflogen worden und die haben einfach diesen rosa, diese rosa Farbe, diesen rosa Farbton gehabt. Und das ist wirklich, ja, das ist unser Top-Hotel am St. Pete Beach gelegen. Selbst wenn man da nicht wohnt, sollte man vielleicht mal eine historische Tour machen, weil da sind also Prominente noch und nöcher schon abgestiegen und auch ganz tolle historische Geschichten. Also es ist ein sehr, sehr traditionsreiches. Apropos Prominente, wir haben tatsächlich ein Video zusammen produziert vor, ich würde sagen, 3-4 Jahren, zusammen mit Fernanda Brandao und sind tatsächlich mit unseren Drohnen über das Pink Palace, über das Lovestone César geflogen. Also das war, also das ist wirklich ikonisch und wenn man an St. Pete Clearwater denkt, hat man oft dieses Bild vor Augen. Richtig. Was sind deine anderen Hoteltipps, die du noch für uns hast? Ja, also dann gehen wir mal von St. Pete Beach, wieder ein bisschen nördlicher, nach Clearwater Beach. Da haben wir relativ neu das Sand Pearl Resort, das ist auch ein wunderschönes Hotel. Alle direkt am Strand gelegen, aber auch die, die so ein bisschen innenwärts gelegen, die haben... Weil die Insel so schmal ist, da hat man einen ganz kurzen Weg dann nur an den Strand. Mein persönlich sehr liebenswürdiges Hotel ist das Sheraton St. Key. Das mag ich sehr, sehr gern, weil da auch eine persönliche Beziehung besteht. Und ja, das... Ich weiß jetzt gar nicht, welches Hotel ich hier... Hast du noch kleine? Also wir haben ja jetzt auch wirklich, also ich habe zum Beispiel im Kopf immer die Barefoot Beach Condos. Da haben wir tatsächlich auch über euch mal irgendwann kennengelernt, weil wir haben immer mehr Anfragen bekommen für Condos oder Häuser am Strand oder zumindest nahe des Strandes. Und da sind wir irgendwann durch euch auf, wie hieß er noch, Bill und Kathy. Genau. Du wirst lachen, die habe ich vor. Ja, vom Shutdown habe ich die noch getroffen. Also ich will noch mal kurz sagen, weil das so schön hier auch reinpasst. Wir kennen die Leute vor Ort fast alle persönlich. Ja. Ne? Auch wenn wir jetzt hier die deutschen Repräsentanzen haben und wir haben wirklich seit, wie wir auch gehört haben, gerade seit Jahren Kontakt und machen gemeinsame Marketingaktionen, gemeinsame Events zusammen. Aber auch vor Ort kennen wir wirklich die Partner mit Vornamen, die wissen, wenn unsere Gäste kommen. Also ich weiß noch, Bill
und Cassie waren immer, wenn Gäste von uns da waren, und wir hatten wirklich viele Gäste in den Barefoot Beach Condos, und die sind übrigens Indian Shores, genau, ne? Dann haben die uns, also haben die speziell begrüßt und haben immer gesagt, we love the America Unlimited Clients, yeah, und so. Also von daher einfach auch nochmal eine schöne Sache. Und man hat wirklich sein Kondo für sich alleine mit ein oder zwei Schlafzimmern. Und es ist von beiden Seiten von Wasser umgeben, ja, richtig? Ja, genau. Man hat diese Intracoastal Waterway, also da hat man direkt das Wasser. Und zum Strand ist es gerade mal so ein Pathway drüber. Und das ist das, was ich meinte mit Indian Shores, Indian Rocks Beach. Das sind so die Strände in between, ja, zwischen St. Pete, Clearwater und St. Pete Beach und Clearwater Beach, wo eben dann auch vielleicht 10 Leute am Strand sind, ja, wenn es hochkommt. Übrigens, also, da muss ich unbedingt mal eine persönliche Story von mir sharen. Und zwar, was mir da tatsächlich passiert ist, ist, dass wir hatten ein Kondo im unteren Bereich. Ich war mit meiner Schwester da, mit der ich ja die Firma auch zusammen leite. Und wir haben uns ein Eis geholt und haben uns, also sind aufs Patio gegangen und haben uns an den Intercoastal Waterway gesetzt. Da liegen auch, sind teilweise so Bootsanleger, so kleine Stege. Und wir haben gesagt, oh Gott, das ist extremst perfekt, der Moment gerade. Wenn jetzt noch so ein Delfin vorbeischwimmen würde, dann wäre es mega perfekt. Keine Minute später taucht ein Delfin direkt vor uns auf im Intercoastal Waterway. Also ich will nur noch mal sagen, das ist da absolut gang und gäbe. Ja. Ne? Das ist kein Zufall, dass man das sieht. So, selbst ich bin kein Frühaufsteher, aber ich stehe freiwillig früh morgens auf, weil da ist natürlich so auch so ein Tipp, die beste Zeit, um diese Delfine zu sehen und teilweise mit denen zu schwimmen. Also wenn du früh morgens ins Wasser gehst und es ist noch nicht viel los, dann sind die plötzlich um dich rum, stupsen dich an. Man kann es nicht buchen, klar, aber es ist meiner Meinung nach unmöglich, in der Region zu sein und nicht, vielleicht nicht jeden Tag, aber mega, in der ganzen Woche dauernd irgendwelche freilebenden Delfine zu sehen. Also Eva, eigentlich können wir an dieser Stelle aufhören, weil wir haben, glaube ich, schon jeden mitgenommen. Delfin ist das Stichwort, gell? Bleiben wir doch noch kurz beim Thema Delfin. Wenn ich die Delfine jetzt so nicht sehe, kann ich sie auf eine andere Weise beobachten auch? Ja, also da haben wir ein ganz tolles Programm. Wie gesagt, der Tierschutz, Naturschutz wird bei uns sehr, sehr groß geschrieben. Und die, glaube ich, perfekteste und beliebteste und bekannteste Einrichtung ist das Clearwater Marine Aquarium. Und ich wollte da am Anfang überhaupt nicht hin, weil ich gedacht habe, Aquarium interessiert mich nicht. Fische, ja, in irgendeinem Wassertank. Der Name ist ein bisschen irreführend, deswegen nenne ich es gerne CMA, weil es ein Hospital, ein Krankenhaus für verletzte Meeresbewohner ist. Und die pflegen von Delfinen über Otter, über Schildkröten, alles, was so im Meer lebt, pflegen die gesund, und der ist natürlich auch, die sollen in die Freiheit wieder entlassen werden. Jetzt haben wir eine sehr rührige Geschichte vom Delfinmädchen Winter. Wer kennt, wahrscheinlich kennen sie schon viele. Ich hatte das große Glück, ich bin damals angekommen, als Winter gefunden wurde. Also die war vielleicht eine Woche da und die schwamm in diesem Tank dann da rum, und die hat ja ihre Schwanzflosse verloren aufgrund eines Fischernetzunfalles. Und da war es also wirklich so, was macht man mit diesem Delfin? Rettet man sie oder muss man sie einschläfern? Aber Winter hat eine solche Lebenskraft, Überlebenskraft an den Tag gelegt. Und ich kann das bestätigen, die ist wirklich voller Leben gewesen, dass man einfach gesagt hat, wir versuchen, diesem Delfin zu helfen. Sie schwamm auch ohne Schwanzflosse, halt so diese Aalbewegung. Und das konnte man allerdings jetzt ihr nicht lange zumuten, weil sonst ihr Rückgrat kaputt gegangen wäre, sodass man also alles in Bewegung gesetzt hat. Und sie ist der erste Delfin mit einer künstlichen Schwanzflossenprothese. Hat auch wieder richtig schwimmen gelernt, wie ein Delfin mit den Auf- und Abwärtsbewegungen. Kann natürlich nicht ausgewildert werden, aber sie ist ein Dauergast bei uns im CMA, im Clearwater Marine Aquarium, und kann dort besucht. Und das ist ganz toll. Ich habe es selber gesehen, also ich war selber vor Ort. Ganz, ganz toll, wie man das da beobachten kann, auch wie man Führungen machen kann, wo man kann, glaube ich, sogar OPs zusehen. Ja, ne? Also die behind the scenes, so hinter die Kulissen. Genau. Ja, genau. Und jetzt müssen wir aber unbedingt sagen, wenn wir schon über den Delfin reden, das ist tatsächlich ein Hollywood
Film geworden. Ne? Ja. Also sprich, daraus wurde ein, ich glaube sogar zwei Filme, ja. Also der erste Film, blöde Übersetzung im Deutschen. Also ich habe mich ein bisschen geärgert, Mein Freund, der Delfin ist die Übersetzung. Aber es ist eine wahre Geschichte über Winter und ihr Schicksal, ist der erste Film. Und Mein Freund, der Delfin 2 ist dann auch eine wahre Geschichte, weil Winter wäre Tierquälerei gewesen, wenn man sie alleine gehalten hätte. Und wir haben Gott sei Dank wirklich ein Jahr nach Winter ein kleines Delfinmädchen Hope reinbekommen. Und die war so auf Winter fixiert, die hat sich auch nicht an dieser Prothese und so weiter gestört, dass das also auch wieder einen schönen Happy End gegeben hat, dass Hope, weil sie so klein war und nur in Gefangenschaft aufgewachsen ist, nicht ausgewildert werden kann. Und Winter ist jetzt die Mama von Hope. Film unbedingt angucken, dann lernt ihr auch viel über Clearwater. Tatsächlich schreiben wir in die Shownotes mit Morgan Freeman, glaube ich. Und ja, also ganz tolle Geschichte auch, finde ich. Ich glaube, ihr merkt schon, auch ich brenne voll für die Region. Eva, wir haben jetzt über Hotels gesprochen, aber gerade im gleichen Atemzug spreche ich auch immer gerne über deine Restaurant-Tipps so ein bisschen. Du hast schon gesagt, du bist jetzt nicht so oft da, dass du jetzt irgendwie so viel essen gehst oder sonst was, aber hast du so den einen oder anderen Tipp, wo man gut essen gehen kann? Ja, also erstmal muss ich eine Lanze brechen für die Region, weil ich bin ja, das bleibt ja unter uns hier alles, was ich sage, ne? Ich bin überhaupt kein Seafood-Fan. Und St. Pete Clearwater, also die Region, hat es geschafft, dass selbst ich Seafood esse und mich auf den Geschmack gebracht. Und da ist natürlich der Grouper, der Fisch, der einheimische Fisch, den man dort essen kann, das Grouper-Sandwich, gegrillt, gegart, wie auch immer. Und da gehe ich am liebsten in den Frenchies Rockaway Grill. Also der ist direkt am Clearwater Beach gelegen und was ich halt so toll finde, ist Strand. Man kann in den Flipflops auf die Terrasse sich setzen. Du kannst auch in das Restaurant natürlich gehen, aber du kannst vorne direkt vom Strand aus dich vorne hinsetzen. Du hast das Meeresrauschen, du hast den Golf direkt vor dir. Siehst vielleicht noch ein paar Delfine am Horizont und hast dann dieses Seafood. Wirklich hast du das Gefühl, das kommt gerade aus dem Meer direkt auf deinen Teller und es schmeckt halt ganz anders. Also ich muss sagen, in Deutschland esse ich es nach wie vor nicht, aber dort vor Ort ist einfach was völlig anderes. Also direkt vom Meer auf deinen Teller sozusagen, ja, kann man sagen. Ich kann auch noch mal eins hinzufügen. Ich finde besonders nett und schön, dass Restaurant Shark Rock Grill. Das ist direkt neben den Barefoot Beach Condos, über die wir gerade gesprochen haben. Was ich da so schön finde, ist, man geht rein und man hat im Prinzip so eine Glasplatte, über die man läuft und von der man in den Weinkeller guckt und kann dann richtig schön hinten auf dieser Patio-Terrasse sitzen und von dort wieder auf den Intercoastal Waterway gucken. Tolles Seafood, tolle Steaks und Fackeln überall. Also wahnsinnig schönes Ambiente. Genau, ne? Wasser überall. Ne? Genau. Und ich kriege auch oftmals erzählt, dass die Europäer schuld sind, dass die jetzt alle draußen sitzen wollen. Ja. Also ist wirklich so diese 30 Jahre vorab, ne? Als ich da angefangen habe, das war alles klimatisiert, enge Räume, geschlossen und immer mehr Urlauber wollten halt ihre Dishes draußen genießen und das ja, das schreiben sie uns nach wie vor, muss ich mir immer anhören, ihr seid schuld, dass wir jetzt so viel Outside-Seating haben. Aber das ist ja auch gut so. Die Amerikaner schwitzen, aber ja. Eva, lass uns noch mal kurz über das Klima und das Wetter sprechen, weil ich weiß, St. Pete Clearwater hält auch da Rekorde, richtig? Ja, deswegen habe ich dieses wunderschön gelbe Shirt heute angezogen. Also St. Petersburg an sich wird die Sunshine City genannt. Und das zu Recht. Also wir haben durchschnittlich 361 Sonnentage im Jahr. Ich sage immer, wenn ihr 14 Tage da seid und schlecht Wetter habt, das geht rein rechnerisch gar nicht. Ne? Und St. Petersburg steht tatsächlich im Guinness-Buch der Rekorde mit den meisten aufeinanderfolgenden Sonnentagen im Jahr. Das war allerdings ein bisschen vor meiner Zeit. Das war in den 60er Jahren damals. Und ungebrochen, das waren 768 Tage nonstop Sonnenschein. Das haben wir nicht wieder erreicht, aber wie gesagt, so 361 als Durchschnitt im Jahr, es gilt tatsächlich als die sonnenstärkste Region in Florida.
Also Wahnsinn, ne? Also wenn man das überlegt, dass man eigentlich nur 4 Tage im Jahr keine Sonne hat, ne? Dann ist das ja eigentlich schon ein Argument für sich. Genau. Richtig. Warum macht es eigentlich Sinn, seinen Strandurlaub eher an der Westküste zu machen versus der Ostküste? Weil sie einfach schöner ist. Ja, also ich sage immer, der Golf von Mexiko ist halt wirklich mein Lieblingsmeer. Ich male auch immer ganz gerne so Farben. Es sind rubinrote Sonnenuntergänge in türkisblauem Wasser an brillant weißen Stränden. Deswegen nenne ich es auch gerne unsere Schatzinsel. Ja, also ich habe tatsächlich auch mal einen Text geschrieben, da kamen lauter Schätze drin vor und die Leute mussten raten oder mitzählen, wie viele Schätze es bei uns zu entdecken gibt. Es sind die Sonnenuntergänge. Das Wasser des Golf von Mexiko ist einfach viel ruhiger, viel milder, auch wärmer, also für so einen Warmduscher. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Es ist tatsächlich wesentlich wärmer als und, im Atlantik. Und flacher. Ja. Also sagen wir mal, man hat kleine Kinder oder nicht so gute Schwimmer dabei. Es sind nicht so hohe Wellen. Es geht flach rein, flach abfallend. Und die Strände, die sind halt weiß und weich, anstatt halt gelb und körnig. Es ist wesentlich angenehmer und es geht immer eine leichte Brise. Also ich will hier auch mal eine Lanze brechen für den Sommer. Oh Gott, da kann man nicht hinfliegen, es ist viel zu heiß. Das letzte Mal, als ich da war, war es in Deutschland heißer als dort. Es geht immer ein schöner, leichter Wind und viele Palmen, die Schatten spenden. Eva, wir sind schon bald am Ende. Ich möchte unbedingt aber noch deinen perfekten Tag in St. Pete Clearwater hören. Also wo frühstückst du, was machst du am Vormittag, wo gehst du Mittagessen, was machst du am Nachmittag? Also erzähl uns deinen perfekten Tag. Ja gut, mein perfekter Tag hat also schon mal 150 Stunden ungefähr. Ich würde tatsächlich mal anfangen, mich vom Hotel etwas wegzubewegen und würde vielleicht mein Frühstück in einem unserer kleinen Küstenstädtchen, die wir jetzt sogar noch gar nicht beleuchtet haben, zu mir nehmen. Einfach mal im Norden anfangen, in Tarpon Springs, das ist ein griechisches Fischerdorf und die haben immer, ja, da kann ich jetzt auch gar kein Restaurant nehmen, weil die haben Wochenmärkte. Und die haben also Outside Eating, da kann man direkt von den Farmern und von den Fischhändlern dann sein Sandwich sich zusammenbasteln lassen und dann setzt Mega man gut. sich dort. Richtig guter Tipp. Genau, und dann setzt man sich dort an den Hafen und beobachtet die Fischerboote, das ist nämlich ein ganz berühmtes Schwammtaucherdorf, die rein und rausfahren. Also da würde ich dann einfach mal ein ganz unkonventionelles Frühstück einnehmen. Dann kann man auch dort mit den Schwammtaucherbooten mit rausfahren, kann also eine kleine Bootstour machen, bevor es dann etwas weiter südlich nach Dunedin geht. Also einfach, wir machen jetzt mal so einen Tag Stationen-Hopping oder Küstenstädtchen-Hopping. Dunedin ist wieder ganz anders. Das ist schottischen Ursprungs. Das hat ganz kleine Fußgängersträßchen, durch die man bummeln kann. So Brickstones, Kopfsteinpflaster. Also sehr, sehr altertümlich. Und dort könnte man dann ein Eis essen gehen zwischendrin oder eben auch da wieder ganz anders dieses Flair genießen. Natürlich müssen ein paar Stunden Strand mit drin sein. Da würde ich jetzt tatsächlich, weil wir in der Nähe von Dunedin Honeymoon Island haben, warum nicht mal eben einen naturbelassenen Strand wählen und da mal die Seele baumen lassen. Und zum Mittagessen gehen wir dann nach Clearwater. Also wir bewegen uns gerade von Nord nach Süd. Zum Beispiel ins Frenchie's Rockaway Grill, ne? Grouper Sandwich verdrücken. Und Clearwater Marine Aquarium besuchen, bei Winter vorbeischauen und dann, was zwar schade ist, aber viele landen in St. Petersburg, unserer großen Großstadt, unserer glitzernden, die wir jetzt noch gar nicht so beleuchtet haben, landen da abends, weil dort halt sehr viel Nightlife ist und man ganz toll feiern kann, auch in den Straßen, manchmal so ein bisschen verglichen mit New Orleans, mit kleinen Outside-Cafés, wo auch viel Live-Musik gespielt wird und man einfach durch die Straßen geht und hier einen Drink nimmt und da ein bisschen Musik hört. Und, ja.
Bevor das Ganze, eigentlich sind wir schon über die Zeit, wir müssen nur ganz kurz, du hast gesagt, St. Pete haben wir noch gar nicht beleuchtet. Sag mir mal, was muss ich in St. Petersburg gesehen haben? St. Petersburg ist mein Geheimtipp, die Gebäudemalereien. Wir haben über 600 Gebäudemalereien mittlerweile dort und da kann man so super tolle Selfies machen. Also das sind riesen Häuserwände und da kann man sich einfach platzieren. Und ich sage, Leute, es ist kostenlos. Ihr geht in die Stadt rein und fast jedes Haus ist irgendwie bemalt. Das ist wie ein großes Open-Air-Museum. Lauft da einfach durch. Also das, es gibt auch eine Karte im Tourismusbüro, die kann man sich geben lassen, dass man die alle findet. Das Dalí-Museum natürlich muss hier genannt werden. War ich auch tatsächlich. Tolles Gebäude schon, architektonisch. Ja, genau. Also selbst wenn man nicht reingeht, von außen ein absoluter Hingucker. Und die Chihuly Collection ist vielleicht auch so ein bisschen Geheimtipp, weil das Dalí kennt jeder. Chihuly ist ein Glaskünstler und der hat eine ganz, ganz tolle Ausstellung. Eine der größten in den USA in St. Petersburg. Und auch da ist das Tolle, ist, dass man da Fotos machen kann wie wild und sich mit der Glaskunst ablichten und ganz viel posten. Das ist also auch ein absolutes Happening. Und das neue Pier, was ich aber leider auch noch nicht gesehen habe. Das ist ein großer Steg, der in die Bucht von Tampa hinausführt und da ein tolles Komplex mit sogar kleinem Strand, habe ich mir sagen lassen. Wie heißt hat der Name? The Pier. The Pier heißt einfach nur The Pier, okay. Genau. Vielleicht kennen manche die auf dem Kopf stehende, umgedrehte Pyramide noch. Das ist also jetzt der Nachfolger. Wahnsinn. Boah, Alter, ich glaube, wir könnten Stunden weiterreden. Eva, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank euch, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr noch was wissen wollt, wenn ihr was vermisst habt oder ob ihr selber schon mal da wart. Vergesst das Abonnieren bitte nicht, würde mich freuen. Ansonsten freue ich mich, euch beim nächsten Podcast der Sunshine Series wiederzusehen und bis bald.